Hallo, ich bin Maria Haas. Ich studiere Englisch und Informatik auf Lehramt und bin jetzt beim Abschließen meines Studiums und habe mich im Rahmen meines Studiums eben auch mit dem Thema OER beschäftigt und auseinandergesetzt. Bei mir war es so, ich habe eben ein Projekt gemacht zum Thema OER und habe da eben Internetseiten finden müssen. Und da es bereits andere Projekte für andere Fächer gegeben hat, habe ich halt eben angenommen, dass es nicht sehr viel Material geben wird, da es dort meistens halt so, ich glaube, 10 oder 15 Seiten gegeben hat. Bei mir ist es so gewesen, dass ich insgesamt über 100 Seiten gefunden habe, die OER-Inhalte besitzen. Das Problem war halt bei mir, dass sehr viele Seiten halt, also das halt online gestanden ist, so ja, freie Materialien, Gratis-Materialien und so weiter und so fort. Aber wenn man sich dann halt das AGB und so durchliest, erkennt man halt, dass das keine OER-Inhalte sind und man die eigentlich nicht verwenden darf. Ja, das Problem war auch, dass wenn man jetzt nicht explizit nach OER-Inhalten sucht, eben bei einer Suchmaschine wie beispielsweise Google, ist es halt sehr schwer, OER-Inhalte zu finden. Trotzdem, also ich muss sagen, insgesamt habe ich, glaube ich, 500 Seiten durchforstet und war trotzdem überrascht, dass ein Fünftel unter Anführungszeichen Sachen waren. Das Problem ist halt, dass die Inhalte eben von anderen Lehrern teilweise erstellt werden und dass es dann halt schwer ist, herauszufinden, ob das dann halt auch wirklich verwendbar ist oder nicht für den Unterricht. Ich muss sagen, dass vor allem für angehende Lehrer, so wie mich, es sehr angenehm ist, wenn man OER-Inhalte zur Verfügung hat, weil man wirklich keine Ahnung hat und keine Materialien kennt. Es sehr gut ist, wenn man halt eben weiß, okay, andere Lehrer haben das beispielsweise erstellt, die haben das in ihrem Unterricht schon ausprobiert. Vor allem in Englisch ist es so, dass es oft schwer ist einzuschätzen, was für ein Niveau haben die Schüler in einem gewissen Alter. Und dann ist es halt sehr gut, wenn man diesbezüglich Materialien findet. Das Problem ist halt, wie schon gesagt, dass es sehr viel Material gibt und man sich da halt schauen muss, dass man halt das auch was Gescheites anfindet. Und wenn man die Materialien selber erstellt, ist es halt wichtig, dass man bei den Creative Commons Lizenzen halt aufpasst, dass sie halt auch zusammenpassen, unter Anführungszeichen. Meiner Meinung nach ist einer der großen Vorteile von OER, dass es halt eben sehr individualisierbar ist. Man hat halt die Möglichkeit, dass man mehrere Materialien sich anschauen kann, die halt oftmals auch schon von anderen Lehrern getestet worden sind, unter Anführungszeichen. Und man kann sich dann halt die besten Sachen rausnehmen und so den Unterricht wirklich für die Schüler individuell gestalten. Eben auf ihre Schwächen und auf ihre Stärken eingehen, was halt beispielsweise bei einem Schulbuch nicht der Fall, also nicht zwangsweise immer der Fall ist. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass beispielsweise in Informatik die Materialien, wenn es jetzt in Informatik ein Schulbuch geben würde, was es ja zurzeit, glaube ich, noch nicht gibt, dass bis dieses Schulbuch gedruckt werden würde, wären die Informationen darin schon wieder veraltet. Und mit OER-Inhalten hat man eben den Vorteil, dass die Inhalte immer individuell aktualisiert werden können und halt eben auch angepasst werden können. Eine Hürde für mich ist der Zeitfaktor bis zu einem gewissen Grad, da es vor allem in Englisch gibt es Schulbücher und zu diesen Schulbüchern gibt es oft Lehrerbücher, die halt Aktivitäten schon beinhalten und teilweise auch schularbeiten Texte und so schon inkludieren und dass es teilweise für Lehrer vermutlich einfacher ist und bequemer ist, vor allem einfach auf diese Texte zurückzugreifen, anstelle sich halt eben im Internet die Informationen zusammenzusuchen.
Das ist halt eben auch einer der Nachteile, dass es im Moment noch keine zentrale Stelle gibt, wo man halt eben Seiten findet, die OER-Inhalte beinhalten. Und dass es so eigentlich teilweise recht schwer sein könnte, OER-Inhalte, vor allem die, die wirklich auch gut sind und die man auch weiterverwenden kann und möchte, zu finden.